Jetzt. Tiger. Der Tiger ist eine in Asien verbreitete Großkatze. Er ist aufgrund seiner Größe und des charakteristischen dunklen Streifenmusters auf goldgelbem bis rotbraun im Grund unverwechselbar. Es gibt 8 bis 9 Unterarten, die als Festlandsunterarten und Inselunterarten unterschieden werden. Danke, Bixby. Kein Problem. Ich bin immer für dich da. Bixby. Dinosaurier. Die Dinosaurier sind eine Gruppe der Landwirbeltiere, die im Altmittelalter von der oberen Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur Kreide-Paläogen-Grenze vor etwa 66 Millionen Jahren die festländischen Ökosysteme dominierte. Meeressaurier. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Meeressaurier. Nochmal. Meeressaurier. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Da hat mehrere Saurier geschrieben. Meeressaurier. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Eudimorphodon. Oh, das finde ich nicht. Das, oh, das habe ich nicht ganz das verstanden. Das finde ich ja nicht. Nimm mal was Normales. Fisch. Oh, das habe ich nicht ganz auch verstanden. Nicht. Warte. Fisch. Seefisch. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt der Fisch. Warte, ich glaube mal. Vögel. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Papageien. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Darf ich? Zeig mir meine Kontakte. Zu welchem Namen soll ich die Kontaktdaten raussuchen? Danke, Bixby. Na sowas. Meine Suche nach Danke, Bixby war erfolglos. Nach welchem Namen soll ich suchen? Ich will nur... Achso, warte mal. Frag mal, wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Oh. Für Danke Bixby habe ich keine Kontakte gefunden. Nach wem soll ich suchen? Achso, abbrechen. Okay, ich habe erstmal nicht weitergemacht. Wie ist das Wetter? Bewölkt und windig mit Temperaturen um die 16 Grad Celsius. Was war der erste Vogel? Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Das weiß ich nicht. Was ist die letzte Zahl? Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie spät ist es? Die Zeit ist 14.26 Uhr. Danke, Bixby. Kein Problem, traurig. Wenn du noch etwas brauchst, weißt du, wo du mich findest. Schalte das Licht an. Akzeptiere zuerst die Datenschutzeinstellungen. Punkt. Danach kannst du SmartThings öffnen. Danke, Bixby. Na klar, dafür sind Freunde da. Was ist ein Hund? Der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird. Wann die Domestizierung stattfand, ist umstritten. Wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 15.000 und 100.000 Jahren VUZ. Danke, Bixby. Einem Freund helfe ich immer gern. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Schönen Nachmittag. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich verstehe nicht alles. Ja. Das ist wirklich, versteht nur das, was hier eingegeben ist. Flixbus.
Jetzt zeigt er das, den Flixbus. Guck. Geht's rein. Kannst du Bilder mal anklicken? Da, da ist der Flixbus. Cool. Mhm. Mal sehen, ob wir was... Gibt, sag mal eine Stadt. Versuch mal eine Stadt. Irgendwas. Berlin. Mhm. Berlin. Bedeckt mit Temperaturen um die 18 Grad Celsius. In Berlin sind 18 Grad. Okay, aber ich sage nur Berlin. Berlin! Bumm, ist Berlin aufgegangen, siehst du? Darf ich noch was sagen? Mhm. Wie groß kann eine Maine-Coon-Katze werden? Das versteht die nicht. Das hier habe ich im Internet gefunden. Oh, Hund an Katze aneinander gewöhnen. Trotz Vorurteile und Klischees können Hund und Katze gute Freunde werden. Hund und Katze aneinander gewöhnen. Mhm. Cool. Danke, Bixby. Gern geschehen. Traurig. Wir wollen jetzt spielen. Mach die Spiele auf. Halt auf. Darf ich auch was machen? Warte mal. Jetzt? Was ist ein Dinosaurier? Die Dinosaurier sind eine Gruppe der Landwirbeltiere, die im Eckmittelalter von der oberen Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur Kreide-Paläogen-Grenze vor etwa 66 Millionen Jahren die festländischen Ökosysteme dominierte. Das ist echt cool. Flo! Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Nicht. Damit klar. Insekten! Insekten. Auch Kerbtiere oder Kerfe genannt, sind die artenreichste Klasse der Gliederfüßer und zugleich die mit absoluter Mehrheit auch artenreichste Klasse der Tiere überhaupt. Beinahe 1 Million Insektenarten sind bisher wissenschaftlich beschrieben worden. Danke, Bixby. Gerne. Wenn ich noch etwas für dich tun kann, gib mir Bescheid. Was würde passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe? Die Funktion Farblinse steht auf diesem Gerät nicht zur Verfügung. Farblinse. Wann fährt der nächste Bus? Gibst du dein Einverständnis, Profil, Standort und Kontakte an Flixbus zur Bearbeitung von Anfragen zur Verfügung zu stellen? Ach, nur bei Flixbus ist das. Wohin möchtest du gern fahren? Berlin. Berlin. Da ist Berlin. Okay, dann machen wir sie jetzt aus, ne? Oh nee. Ja, ich weiß, sie macht Spaß, ne? Aber sie versteht nicht alles. Sie hat wirklich große Schwierigkeiten. Darf ich auch was fragen? Aber nicht zu schnell. So, jetzt. Wie backt man einen Kuchen? Bitte, es gibt 30 Rezepte. Oh! Kuchen! Kuchen, Haselnusskuchen, Kuchen, 10 Eierkuchen, Kuchen, Mandarinenkuchen, Schmandkuchen. Apfel, du kannst den Kuchen aussuchen, den ich machen soll. Kuchen Kokos, Kokosbananen. Ich stehe nicht so auf Kokos. 30 Rezepte. Boah, ist echt gut. Fleischrezepte. Okay, es sind 30 Rezepte da. Danke, Bixby. War mir ein Vergnügen. Nachspeise? Diese Funktion wird leider noch nicht unter... Pudding.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Versteht sie nicht. Sag mal Eis. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Da stand wie. Mhm. Okay, ich will aber noch was sagen. Aber noch nicht. Noch nicht. Du mach hier! Warte doch mal! Ja, sie schaltet sich immer wieder aus. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Siehst du? Wie oft schläft eine Katze am Tag? Oh, das habe ich das nicht ganz verstanden. Versteht sie nicht, das ist ihr zu schnell. Schlaf einer Katze. Weiß ich nicht, was sie da jetzt da wieder angeschaltet hat. So, jetzt verabschiede dich mal vom Bixby. Oh nein. Sag mal jetzt tschüss. Wir wollen jetzt spielen. Tschüss. Pass gut auf dich auf. Danke, Bixby. Kein Problem, traurig. Wenn du noch etwas brauchst, weißt du, wo du mich findest.